Rick Grimes, ein Charakter, der in The Walking Dead zumindest augenscheinlich für den Zusammenhalt der ganzen Gruppen, dieser ganzen verschiedenen Gruppen gesorgt hat und sich immer dafür eingesetzt hat. Von Anfang an in der Serie sehen wir Rick, wie er seine Mitmenschen mehr oder weniger wie als Familie betrachtet und sie dementsprechend beschützen und halt, wie gesagt, zusammenhalten will. Doch gleichzeitig sehen wir auch, wie viele Menschen vielleicht, naja, nicht gerade einen Segen aus Rick sehen, sondern eher, naja, den Tod in ihm sehen oder danach sehen. Und da habe ich mal ein kleines Gedankenspiel gemacht, und zwar wären wir hier wieder bei einem Was wäre wenn? Und zwar, was wäre wenn die Charaktere aus dem Staffel 2 Finale Rick wirklich verlassen hätten? Welchen Einfluss hätte es auf die gesamte Serie? Welchen Einfluss hätte es auf diese Charaktere? Und welchen Einfluss hätte es auf Rick Grimes? Das gibt es in diesem Video zu sehen. Wenn euch das also auch interessiert, dann bleibt gerne dran und damit heiße ich euch direkt mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couchtime. Ja, lang ist's her und viele haben sich das auch nochmal gewünscht. Wir haben hier heute nochmal ein Was-wäre-wenn im The Walking Dead-Universum. Da ich wegen Recherche zu meinem Staffel-Ranking, was ja schon ewig gewünscht ist und was auch wirklich demnächst bald kommen wird, einige Staffeln der Serie am Rewatchen bin und gerade mit Staffel 2 fertig geworden bin, erneut, ist mir da diese Sache ins Auge gefallen und halt auch extrem aufgefallen. Denn in der finalen Folge, in den finalen Sekunden dieser Staffel, hält ja Rick seine große Rede, wo er am Ende halt sagt, ja, das ist jetzt keine Demokratie mehr. Hier läuft quasi alles jetzt nach seinem Plan. Und über diese ganze Szene, ab dem Verlassen der Farm, beziehungsweise ab dem Moment, wo Rick sagt, hier übrigens, wir sind alle infiziert, Jenna hat es mir in Staffel 1 gesagt, ich habe es euch nicht gesagt, weil ich es für besser hielt, verlieren die Leute das Vertrauen in ihn. Zumindest teilweise. Und ein paar sind auch schon am Diskutieren, ob es vielleicht nicht jetzt die Möglichkeit wäre, die Chance zu ergreifen und von Rick wegzugehen. Deshalb geht es auch genau um diese Charaktere, die in besagter Szene quasi vor Ort waren. Das wären halt einmal Laurie, Carl, T-Dog, Daryl, Herschel, Beth, Maggie, Glenn, Carol und halt Rick. Hauptsächlich dreht es sich in dieser Theorie hier nur um diese Charaktere, weil die anderen, die da hinzugekommen sind, die lassen wir in dem Fall erstmal außen vor. Genauso wie Andrea, weil sie hat ja ihren mehr oder weniger ohne Rick-Weg zwangsweise wählen müssen erstmal. Ja, und fangen wir überhaupt in dem Moment an, wo es sich halt schon spaltet. Denn wie schon gesagt, als Rick sagt, hier übrigens, Shane wurde nicht gebissen, genauso wie Randall nicht gebissen wurde. Wir sind alle infiziert und wenn wir sterben, verwandeln wir uns. Das hat Jenna mir schon längst gesagt, ich habe es euch nur vorenthalten. In dem Moment knackst halt das Vertrauen bei einigen. Spätestens als Rick Laurie erzählt, dass er Shane töten musste, warum er ihn getötet hat und dass Carl dann seinen Walker-Variante getötet hat und sie da sein komplettes Vertrauen komplett von ihm verliert und einfach auf komplett Abstand geht. In dem Moment merkt man, okay, die Dynamik der Gruppe ja, spaltet sich hier. Wir sehen, dass Laurie ihn hasst, Carl teilweise Angst vor ihm hat, beziehungsweise es vielleicht auch einfach nicht ganz versteht, was da genau passiert ist, weil es erstmal verarbeiten muss. Und wie gesagt, den Rest der Gruppe, den kann man einfach so deklarieren als, nö, der Typ hat uns nicht alles gesagt. Was wird der uns noch verheimlichen und sind wir überhaupt noch sicher bei ihm? Und diese ganze Stimmung kocht dann hoch in dieser Aussage, die Rick ja auch tätigt. Vielleicht seid ihr ohne mich wirklich besser dran. Dann geht nur. Ich sage, es gibt einen Ort für uns, aber womöglich ist das auch wieder nur ein Wunschtraum. Vielleicht mache ich mir wieder was vor. Wie wär's, wenn ihr loszieht und es selbst rausfindet? Schickt mir eine Postkarte. Geht los, da ist die Tür. Ihr könnt es besser. Mal sehen, wie weit ihr kommt. Keiner will? Na, wie schön. Aber damit eins klar ist, wenn ihr bleibt, ist das Ganze hier keine Demokratie mehr. Und ab dem Punkt setzt unser Was-wäre-wenn an unsere Theorie unseres alternative Universum. Denn wir sagen, ab diesem Punkt sagen die Leute, nein, wir bleiben nicht bei Rick. Wir nutzen diese Gelegenheit und gehen jetzt. Wir machen uns wirklich, was er jetzt sagt. Wir gehen einfach unseren eigenen Weg. Erstmal müsste man sich jetzt hier die Frage stellen, gehen sie dann als gebündelte Gruppe, nur ohne Rick, oder bilden sich kleinere Grüppchen, zum Beispiel halt Carol und Daryl, wobei man da sagen muss, in diesem Stand der Serie ist deren Beziehung auch noch nicht so krass. Also wäre das eher so ein Daryl geht alleine, Carol mit Herschel, Beth, Maggie und Glenn, Laurie mit Carl und keine Ahnung. Also irgendwelche, das wäre so die erste Frage, welche Gruppen bilden sich? Bilden sich überhaupt kleine Grüppchen? Weil manche Charaktere könnten ohne andere nicht weitermachen, finde ich. Und andere Charaktere, wie zum Beispiel halt Daryl oder T-Dog, könnten auch alleine zurechtkommen. Gehen wir einfach mal davon aus, sie gehen als gesamte Gruppe und leben ein glückliches Leben, in dem Fall vorerst. Denn erstmal muss man sagen, in dieser Theorie findet auch kein anderer das Gefängnis. Rick würde es alleine finden, würde alleine sich da vielleicht was aufbauen. Auf Rick komme ich gleich noch zu sprechen, aber erstmal die abgespaltene Gruppe findet das Gefängnis nicht. Sie suchen nach was anderem, sie suchen vielleicht einfach weiterhin nach Rettung, nach Zivilisation, nach anderen Menschen. Aber gehen wir doch erstmal die einzelnen Charaktere durch und gucken uns mal, was ihre Zukunft mit Rick gebracht hat und was
ihre Zukunft ohne Rick gebracht haben könnte. Starten wir doch mal bei Carol. Sie bleibt bei Rick und wir sehen, wie sie zwar überlebt. Sie lebt bis jetzt ein langes, glückliches Leben, wobei bei dem Glücklich hier ein kleiner Abspalter gemacht werden muss. Dadurch, dass sie mit Rick zusammen weitergeht, hat sie so viele Qualen erlitten. Sie hat mehrfach ihre neuen Kinder verloren. Sie hat Probleme, sie wurde gefoltert, sie wurde gequält. Sie hatte kein glückliches Leben, aber auch kein unbedingt schlechtes Leben. Sie hat halt einfach überlebt. Aber halt das unter sehr vielen Qualen, unter sehr vielen, naja, weiteren Rückschlägen in ihrem Leben. Sagen wir jetzt, Carol geht nicht mit Rick. Sie wird ein Leben ohne Trauer haben. Beziehungsweise wahrscheinlich ein Leben ohne Trauer, denn erstmal die Kinder, die sie adoptiert, mehr oder weniger, wird sie gar nicht treffen. Das bedeutet, sie hat erstmal dahingehend keine großartigen neuen Schmerzen, keine Qualen, kein Nichts. Sie ist in keinen Krieg mit den Saviors und auch in keinen Krieg mit den Whisperern verwickelt. Stand jetzt, ab diesem Punkt, hätte sie ein ganz normales Leben und würde halt einfach, ja, vielleicht im hohen Alter einfach dann wirklich normal sterben. Gucken wir uns Daryl an. Er bleibt ja auch bei Rick und was soll man sagen? Daryl ist Daryl. Er lebt ganz normal vor sich hin. Er hat ganz normale Freunde, Freundschaften geknüpft. Er verliert zwar viele Leute, aber er findet auch viele Leute. Er hat ein, naja, durchschnittliches, normales Leben in der Zombie-Apokalypse. Gehen wir davon aus, dass Daryl nicht mit Rick mitgeht und was bleibt ihm dann erspart? Naja, zum einen die Easy Street Folter und zum anderen sehr, sehr krasse und innigliche Qualen bzw. Schuldgefühle bezüglich Glenn, bezüglich manch anderer Charaktere in dieser Serie. Aber auch hier muss man sagen, Daryl ist nun mal ein Überlebenskünstler, er würde auch ohne Rick überleben, nur würde ihm hier und da wahrscheinlich Qualen erspart bleiben durch Bindungen, die er nicht eingegangen ist. Natürlich geht er auch keine positiven Bindungen ein, was auch nichts Gutes ist, aber so stand jetzt der Serie. In Staffel 2 ist Daryl auch ein Charakter, den es einfach nicht juckt. Er braucht keine Bindungen, er will sie gar nicht haben. Ja, sehen wir uns Laurie an. Sie bleibt bei Rick und, naja, stirbt. Was gar nicht mal so schlimm für mich ist jetzt in erster Linie, aber das ist ein anderes Thema. Gucken wir uns an, was passieren würde, wenn sie nicht bei Rick bleibt. Naja, sie würde wahrscheinlich trotzdem sterben, denn ihr Tod kam ja einfach zu Folgen der Geburt. Vielleicht unter anderen Umständen hätte sie die Geburt überlebt. Man weiß es aber nicht. Man kann es nicht sicher sagen. Vielleicht wäre sie gestorben an der Geburt, vielleicht wäre sie nicht gestorben an der Geburt. Schlichtweg kann man aber eine Sache sagen. Bis hin zu ihrem Tod hätte sie weniger Stress gehabt. Und zwar einfach den Beziehungsstress mit Rick und allgemein die ganze Konstellation in der Gruppe weniger gestresst. Als nächstes hätten wir Carl. Er bleibt bei Rick und hat, naja, eigentlich erstmal ein langes und positives Leben, bis man genauer hinguckt. Er verliert unfassbar viele Leute in diesem Moment. Er verliert seine Mutter. Er muss seine Mutter selber umbringen. Er muss seine neue Schwester beschützen, die er erstmal verliert. Und er wird unfassbar vielen Qualen und Foltern ausgesetzt, sowohl psychisch als auch physisch. Und am Ende des Tages stirbt er halt auch. Klar hat er viele positive Dinge erlebt. Er hat, naja, sein Leben als Teenager doch relativ okay gelebt. Hier und da mal ein paar Kämpfe. Aber naja, gucken wir uns Enid an. Er hat natürlich erstmal kennengelernt, was Liebe in diesem Leben ist. Und da muss man einfach sagen, er hatte an für sich ein gutes Leben, aber er ist nachher halt gestorben. Wenn Carl nicht bei Rick bleiben würde, würde das vielleicht ähnlich verlaufen, nur ohne den Punkt, dass er stirbt. Vielleicht hätte er genauso ein erfülltes Leben, würde genauso lernen zu lieben und würde vielleicht eine Familie aufbauen mit seiner Schwester zusammen. Also nicht mit seiner Schwester, also seine Schwester ist mit dabei, nicht mit, also, ne? Er würde einfach ein glückliches Leben führen und vielleicht so lange überleben, bis dass er im hohen Alter stirbt und hätte auch definitiv nicht die Qualen eines Savior-Kriegs oder halt den potenziellen Verlust seiner Mutter beziehungsweise sie halt selber umzubringen. Das würde ihm eventuell erspart bleiben. Als nächstes schauen wir uns den guten Herschel an. Er bleibt bei Rick und, naja, er stirbt. Und verliert ein Bein. Und muss sich um ganz viele kranke Menschen kümmern und muss meine kleine Farm spielen, was ihm vielleicht gut gefallen hat, aber am Ende des Tages verliert er ein Bein und stirbt und muss sich um so viel kümmern in seinem hohen Alter, wo man natürlich sagen kann, er konnte noch ein bisschen überleben, aber am Ende des Tages ist er trotzdem gestorben. Wenn Herschel nicht mit Rick mitgeht, dann könnte er ein potenziell für seine Verhältnisse langes Leben mit seinen Töchtern haben. Er sieht, wie Maggie und Glenn vielleicht ein Kind bekommen. Mit ganz viel Glück sieht er das Kind auch noch ein paar Jährchen aufwachsen und würde dann eventuell im hohen Alter eines ganz natürlichen Todes sterben. Und ja, hätte dann noch ein normales, glückliches Leben gehabt. Im gleichen Atemzug gucken wir uns Beth an. Beth bleibt bei Rick. Was erlebt sie alles? Naja, sie sieht ihren Vater sterben. Sie wird entführt. Sie wird gequält, gefoltert und ja, am Ende stirbt sie halt auch. Beth bleibt nicht bei Rick. Sie geht mit ihrem Vater mit, hat auch da vielleicht ein normales, langes Leben. Sie sieht natürlich ihren Vater dann doch sterben. Sie bekommt aber die Möglichkeit, eine Tante für halt das Kind von Glenn und Maggie zu sein und vielleicht halt auch in dem Fall für Judith eine, naja,
nenne es mal große Schwester in Anführungsstrichen, so wie sie es ja auch theoretisch hätte sein können. Und ja, vielleicht überlebt sie einfach ganz normal lang und sieht die Familie aufwachsen und naja, stirbt halt auch dann einfach im hohen Alter eines natürlichen Todes. Als nächstes hätten wir Glenn. Er bleibt bei Rick. Er hat so viele Verluste. Ja, er hat eine wunderschöne Beziehung mit Maggie und hat auch sehr viele tolle Sachen erlebt. Wenn ihr wisst, was ich meine. Aber am Ende des Tages, er sieht viele Leute sterben. Er wird sehr viel gequält, sehr viel gefoltert. Auch hier wieder mental als auch körperliche Folter. Der Typ hat alles durchgemacht. Er hat so viel Stress wegen Maggie. Jedes Mal, wenn sie verschwindet oder wenn ihr was passiert, ist er erstmal chronisch gestresst. Er bekommt die Geburt seines Kindes nicht mit und naja, endet am Ende des Tages als Wassermelone unter Negans Baseballschläger. Und wäre das nicht schon schlimm genug? Nein, er kriegt einen Schlag ab und überlebt diesen Schlag. Mit halb raushängendem Auge sagt er seiner Frau, seiner Liebe des Lebens, dass er sie finden wird und stirbt dann halt trotzdem und das stelle ich mir in dem Moment unfassbar schrecklich vor. Schauen wir in die Richtung, er bleibt nicht bei Rick, er wird nicht zur Wassermelone unter Negans Baseballschläger. Er sieht sein potenzielles Kind aufwachsen, er sieht die Familie wachsen mit Beth, mit Maggie, mit Herschel. Ja, auch hier, er wird Herschel sterben sehen und vielleicht sterben auch noch andere um ihn herum, aber er hat die Möglichkeit, sein Kind aufwachsen zu sehen. Er hat die Möglichkeit, mit Maggie mehr Zeit zu verbringen und einfach ein glückliches, potenziell langes Leben zu führen. Schauen wir uns mal Maggie an und sie hat hier, würde ich behaupten, mit einem der schlimmsten Karten gezogen, wenn sie bei Rick bleibt. Ja, sie hat auch hier, ähnlich wie Glenn, halt erstmal ein schönes Friede, Freude, Eierkuchenleben, aber auch hier, spätestens durch den Governor, erfährt sie unfassbare Qualen und Folter. Über die ganze Serie hinweg ist sie nie wirklich in Sicherheit und muss so viele Verluste beklagen. Auch sie sieht ihren Vater sterben, auch sie sieht ihre Schwester sterben, sie sieht ihren Mann sterben mit einem Baseballschläger und dann muss sie auch noch mit dem Mann, den umgebracht hat, teilweise zusammenarbeiten. Sie überlebt zwar, sie lebt, stand jetzt noch, aber darüber hinaus hat sie so viele Probleme. Sie sieht so viele Leute sterben. Sie hat so viel Verantwortung auf den Schultern und sie muss es irgendwie geregelt kriegen. Plus, sie ist alleinerziehende Mutter in einer Zombie-Apokalypse mit einem aufmüpfigen Teenager. Also, ich weiß nicht, ob das so angenehm ist. Und auch hier, wenn sie nicht bei Rick bleibt, ähnliches Verhalten wie bei Glenn. Sie wird eine Familie haben, sie wird einen Mann haben, der ihr hilft, sie wird ihre Schwester teilweise, also haben und auch ihren Vater und sie wird ihr Kind aufziehen und eine glückliche Familie haben. Potenziell auch länger als nur ein paar Jährchen. Und als letztes hätten wir den guten T-Dog. Er bleibt bei Rick, er kämpft und kämpft und naja, stirbt. Wenn er nicht bei Rick bleibt, naja, wird er wahrscheinlich auch früher oder später sterben, aber er wird erstmal ein längeres potenzielles Leben haben, vielleicht auch eine Familie finden und gründen können und was weiß ich. Aber erstmal, der Zeitraum, in dem er lebt und stirbt, ist auf jeden Fall potenziell unterschiedlich lang. Weil ich hier schon die Kommentare anfliegen höre von wegen, ja, aber sie wären ja auch vielleicht ohne Rick schneller gestorben, durch Walker, durch andere böse Menschen. Ja, natürlich, keine Frage. Es geht mir auch hier einfach erstmal grundlegend um das Prinzip davon, dass wirklich viele von diesen Menschen, die hier die Möglichkeit gehabt hätten zu sagen, okay, wir gehen von Rick weg, am Ende des Tages keinen Mehrwert aus Rick gezogen haben. Im Gegenteil. Natürlich wären sie auch vielleicht gestorben, wenn sie weggegangen wären. Vielleicht auch am nächsten Tag wäre eine Horde gekommen und hätte sie komplett überrannt. Aber es geht hier auch viel um die Theorie, dass es auch möglich wäre, sie hätten überlebt. Sie hätten vielleicht Zuflucht finden können. Vielleicht, und das muss man auch hier bedenken, wären sie beim Governor gelandet. Und man muss auch einfach sagen, auch wenn er ein Arschloch war, er wurde erst zum großen Arschloch, zu einem bedrohlichen Arschloch, als Rick ins Spiel kam. Andernfalls haben die Leute da erstmal glücklich und zufrieden gelebt. Muss man einfach leider so sagen. Vielleicht hätten sie schon Hilltop gefunden, vielleicht hätten sie schon Alexandria gefunden, vielleicht wären sie aber auch den Saviern begegnet. Natürlich, das sind ganz viele Eventualitäten, die man hier abwägen muss. Mir geht es nur darum, dass in diesem Moment, wo Rick sie hier vor die Wahl stellt, die Wahl zwischen ihren wirklichen Zukünften, in denen sehr viele sterben und sehr viel einfach nur Leid ertragen müssen, und den potenziellen Zukünften, in denen sie vielleicht ein langes Leben haben könnten, es ist einfach ein interessanter Punkt in dieser Serie, weil das haben wir so in dem Kontext nicht nochmal bekommen. Es stand niemand da, der gesagt hat, hier, geht doch, ihr könnt doch gehen, verpisst euch doch. Es war dieser Moment am Anfang der Apokalypse, am Anfang der Serie, der die Gruppe hätte spalten können und vielleicht auch teilweise retten können. Schauen wir aber jetzt mal kurz auf Rick. Weil Rick stände in dieser Position vielleicht alleine da. Und was soll man sagen? Rick hatte in dem Moment einfach einen psychischen Knacks weg. Diese Worte, die aus seinem Mund kamen, waren auch wahrscheinlich nicht so böse gemeint, wie sie einfach rübergekommen sind. Er hat seinen besten Freund töten müssen. Er hat viele Leute verloren. Er hat die Farm verloren. Einen Platz, wo er dachte, das ist ein sicherer Platz. Er wollte nichts anderes als das. Einen sicheren Platz für sich, seine Familie und seine Freunde, die er jetzt gefunden hat. Und das wurde ihm genommen. Warum? Genau weil eben dieser beste Freund ihn verraten hat. Und natürlich hat er ihn auch getötet.
getötet. Das ist natürlich auch ein Knacks, der hier damit zugespielt hat. Plus der Aspekt, dass Laurie, da komme ich in einem anderen Video auch mal drauf zu sprechen ganz kurz, dass Laurie einfach ihm nichts Gutes für seine Psyche gebracht hat. Kurz angeschnitten, sie sagt zu ihm, du musst Shane töten, er ist eine Gefahr, er ist eine Bedrohung für dich, für mich, für unseren Sohn, für alle hier. Rick tötet Shane und sagt es Laurie und sie ist komplett auf Abstand. Was will sie denn? Natürlich war es hier auch größtenteils, dass Carl ihn umbringen musste, also Shane töten musste in seiner Zombie-Form. Aber Laurie, Butter bei die Fische, was willst du eigentlich? Und ich denke, das sind alles so Faktoren, die Rick in diese Richtung getrieben haben. Und jetzt kommt zu dem großen Punkt. Wenn Rick alleine mit diesem Mindset, was er in dem Moment hatte, weitergezogen wäre und auf die falschen Leute getroffen wäre, vielleicht auf einen Negan, vielleicht auch auf einen Governor, auf irgendwelche, nennen wir es mal, bösen Charaktere in dieser Serie, hätte es auch dazu kommen können, dass wir wirklich einen bösen Rick bekommen hätten. Möglicherweise, denn in dem Moment war seine Psyche so labil, wir sehen es ja auch spätestens nach Laurys Tod, er hätte alles gemacht, aber wenn ihn dann alle verlassen hätten, wäre er wahrscheinlich darunter zerbrochen und wäre dann aber nichtsdestotrotz Überlebenskünstler gewesen und hätte es auch wahrscheinlich allein geschafft und wäre dann vielleicht, wie gesagt, auf Negan getroffen. Und dann hätten wir einen Negan bekommen, der Rick als rechte Hand gehabt hätte. Was natürlich episch gewesen wäre, aber es wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre natürlich, Rick hätte geheult und hätte gesagt, nee, meine Familie, und hätte sich dann wahrscheinlich die Kugel gegeben, so wie er es im Panzer in Staffel 1 schon machen wollte. Am Ende des Tages finde ich, das ist eine gar nicht mal so abwegige Theorie, wie das Ganze verlaufen könnte. Wenn wirklich an diesem Scheidepunkt diese Entscheidung anders verlaufen wäre, als wir sie hier gesehen haben, dann wäre es schon krass interessant geworden. Viele Charaktere hätten überlebt, bin ich mir ziemlich sicher, aber einige wären vielleicht auch direkt am nächsten Tag draufgegangen. Ist auch möglich. Fakt ist, und das habe ich in einem alten Video schon mal gesagt, die Überlebenschancen ohne Rick wären potenziell höher gewesen, denn in diesem alten Video habe ich auch mal darüber geredet, ob Rick vielleicht eigentlich der Böse ist, ob Rick der ist, der die Probleme anzieht, ob er der Problemverursacher ist. Und das nehme ich einfach mal als perfekte Überleitung genau zu diesem Video, denn am Ende dieses Videos sind wir jetzt angelangt. Schreibt mir eure Meinung zu diesem Was wäre wenn, zu dieser Theorie gerne in die Kommentare. Seht ihr es ähnlich wie ich oder würdet ihr sagen, ja, das sehe ich doch hier und da anders? Schreibt mir eure Versionen dieser Theorie gerne in die Kommentare. Ich lese es wunderbar gerne durch und schreibt auch gerne Vorschläge für weitere Was wäre wenns. Und wenn euch jetzt interessiert, warum ich damals dachte, dass Rick vielleicht der Böse ist, dann checkt gerne dieses Video aus. Und direkt die andere Überleitung, wenn man überhaupt über Gut und Böse in The Walking Dead nachdenkt, stößt man auf einige Probleme, die ich in diesem Video bespreche. Denn Gut und Böse in The Walking Dead, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß in der Serie, definitiv nicht. Checkt die Videos gerne aus, vielleicht gefallen sie euch und ihr bleibt hier auf dem Kanal. Jetzt möchte ich das Video aber nicht länger strecken, als es sowieso schon ist. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich euch dann im nächsten Video wiedersehe. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.